So eine Schande. Das ist mir in meinen ganzen vielen Jahren als Totengräber noch nicht vorgekommen. Braucht ja niemand zu erfahren. Der Herr sieht alles. Wir müssen jetzt die richtige Entscheidung treffen. Da drin liegt jetzt also der Pillow. Gott, steh uns bei. Also heißt das jetzt, wir buddeln den Hund wieder aus? Die Totenruhe stören? Dafür kommen wir doch in den Knast. Wir können es nicht zulassen, dass die Witwe jahrelang vor dem falschen Grab betet. Also dem Hund wird es bestimmt nicht schaden. Aber uns? Wenn das rauskommt, könnten Sie der Witwe da noch in die Augen schauen? Warum soll ich das jetzt machen? Gestern haben Sie noch gesagt, ich wäre noch nicht so weit. Ja, und jetzt können Sie ja beweisen, was Sie gelernt haben. Stopp, stopp! Wieso denn? Vielleicht sollten wir doch noch mal überlegen. Wir sind kurz davor und Sie machen jetzt einen Rückzieher. Verbunden Sie die Urnen eigentlich immer so tief? Leise! Konzentrieren Sie sich. Ich hab Sie! So, jetzt geben Sie mir sofort die Urne. Jetzt holen Sie die Urne von Meier. Los. Wuff. So was darf nie wieder vorkommen. Jetzt weiß ich ja. Im Regal stehen die Tierurnen rechts und die der Menschen links. Tierurnen links. Aber ich habe doch den Bello von rechts gemacht.